Liebe Margarete, die Erste, lieber Bernie, der Erste, jetzt bin ich gerade mal 8 Monate als Bürgermeisterin im Amt und muss meinen Stadtschlüssel schon wieder hergeben. Und dann auch noch an die Monarchie. Aber ich mach's ja gern. Es ist in München schon eine liebenswerte Tradition, dass im Fasching das Prinzenpaar der Narrhalla die Herrschaft im Rathaus übernimmt. Heuer seid es ihr, liebe Margarete, die Erste, lieber Bernie, der Erste, die hier 5 Wochen lang das Zepter schwingen dürft. Aber wundert euch bitte schön nicht, in diesem Jahr, es ist vieles einfach anders. Im Rathaus werdet ihr nur wenige Untertanen antreffen, ganz viele sind natürlich im Homeoffice und falls ihr die Stadtkasse aufsperrt, die ist leider ziemlich leer. Außerdem fällt 2021 auch der Tanz der Marktfrauen aus, genauso wie der große Faschingsumzug durch die Innenstadt. Der Grund für all das, das ist ernst, es ist traurig, die Corona-Pandemie hat die ganze Welt im Griff und München erlebt seit bald einem Jahr eine Gesundheitskrise ungeahnten Ausmaßes. Und besonders in diesen Zeiten ist aber auch Positives wichtig und dass auch das Brauchtum nicht in Vergessenheit gerät. Und deswegen freue ich mich sehr, wie rührig ihr euch, die Narrhalla, Münchens älteste Faschingsgesellschaft, euch für den Münchner Fasching stark macht. Mit eurer Online-Präsenz, da macht ihr allen Münchnerinnen und Münchnern ein wirklich schönes Angebot, um den Alltag auch mal hinter sich zu lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr die Münchner Faschingstradition mit so viel Hingabe und mit so viel Herzlichkeit pflegt. Die Wurzeln des Münchner Faschings, die reichen schließlich zurück bis ins 15. Jahrhundert. In der Prinzregentenzeit machten ihn prächtige Künstlerfeste zum Mythos. Und auch heute erinnern sich viele Münchnerinnen und Münchner an unvergessliche Momente. 1958 grüßte zum Beispiel Caroline Reiber als Faschingsprinzessin und 1983 mischte sich der Monaco-Franze als Herr der 7 Meere ins Münchner Faschingstreiben. Obwohl, eins muss man schon sagen, das Verhältnis der Münchnerinnen und Münchner zum organisierten Frohsinn ist schon auch ganz schön durchwachsen. Karl Valentin hat über den Münchner gesagt, nur einmal im Jahr ist Fasching und da will und da muss er auch lustig sein, wenn es ihm auch schwerfällt. Ihr habt also wirklich keinen leichten Job, ihr zwei. Was ich heuer auch nicht sehen werde, das ist der bekannteste Münchner Faschingsbrauch, das ist der Tanz der Schäffler. Alle 7 Jahre erinnert er uns daran, dass München im Jahr 1517 eine Pestepidemie überstanden hat. Die Schäffler haben den Leuten mit ihrem Tanz dann wieder Mut gemacht und das nächste Mal wäre der Schäffler-Tanz turnusgemäß im Jahr 2026 an der Reihe. Die Schäffler möchten aber ganz gern früher tanzen. Nämlich dann, wenn wir Corona endlich im Griff haben und ich hoffe wirklich sehr, dass das schon sehr bald so sein wird. Eure Amtszeit, liebe Margarete die Erste, lieber Bernie der Erste, endet traditionell mit dem Kehraus und am Aschermittwoch müsst ihr mir den Stadtschlüssel auch wieder zurückgeben. Bis dahin wünsche ich euch trotz der wirklich ungewöhnlichen Umstände eine ganz gelungene Faschingssaison 2021 mit viel Spaß, mit unvergesslichen Erfahrungen und Erlebnissen. Ich danke euch.